Camo activated. We're invisible. Four targets marked. Ready. Drop them. Target KIA. Magnetics up. Four hostiles inside. Prepare to breach. Take them down! Crosscom online. Nach etlichen Verschiebungen wird Ghost Recon Future Soldier ab dem 24. Mai endlich für Xbox 360 und PlayStation 3 im Regal stehen. Die zunächst gecancelte und dann doch wieder angekündigte PC-Version soll einen Monat später folgen. Doch hat sich das Warten überhaupt gelohnt? Future Soldier ist die konsequente Weiterentwicklung der Ghost Recon-Reihe, steckt euch dieses Mal allerdings in die Schuhe eines Soldaten der nahen Zukunft. Das grundsätzliche Spielprinzip bleibt dabei gleich, noch immer absolviert er als Teil einer amerikanischen Spezialeinheit Missionen, von denen der Rest der Welt vermutlich niemals etwas mitbekommen wird. It's a bomb. Overlord, hunt is in position, prepping to infiltrate. We've got multiple search teams operating in the area. Im Gegensatz zu Genre-Konkurrenten wie Army of Two legt Future Soldier einen großen Fokus auf seine Schleichelemente. Nur in den seltensten Fällen ist es effektiv, ballernd in eine gegnerische Basis zu rennen. Stattdessen gilt es, sein Vorgehen genau zu planen. Vor der Mission rüsten wir unsere Soldaten zum Beispiel aus mit entsprechenden Waffen wie der AK-47. Der geben wir dann noch ein Zielfernrohr und einen Schalldämpfer. Der Ziellaser erhöht die Präzision und so weiter und so fort. Da kann man schon eine ganze Weile mit zubringen. So können wir die Ausrüstung unseren Vorlieben entsprechend anpassen. Copies. The Georgian team has men alive out there, but we haven't been able to establish contact yet. We'll keep working it from our end. Copy that. We'll move to the team's last known location. Vorsichtig nähern wir uns der gegnerischen Basis und schnell wird deutlich, dass Future Soldier seinen Namen alle Ehre machen wird. Für einige Zeit können wir uns nämlich tarnen und werden für das gegnerische Auge fast unsichtbar. Trotzdem will Ubisoft aber sicher gehen, dass das Spielgeschehen realistisch bleibt. Die Technologien, die euch zur Verfügung stehen, sollen beim Militär allesamt bereits in Entwicklung sein. Mit einer UAV-Drohne können wir das vor uns liegende Kampfgebiet in aller Ruhe aus der Luft observieren und Feinde auf unserem HUD markieren. Mit aktiviertem Tarnanzug schleichen wir uns dann an die Soldaten heran und schalten sie leise und still aus. In diesen Szenen erinnert das Spiel fast schon an Tom Clancy's Kollege Sam Fisher. He's history. Alleine habt ihr jedoch kaum eine Chance gegen die Gegnermassen, weshalb regelmäßig Teamplay gefragt ist. Mit einem gut synchronisierten Schuss erledigt das Ghost Recon Team dann etwa drei Gegner gleichzeitig. Zeitlupe inklusive. Ob ihr zu solchen taktischen Maßnahmen greift, bleibt aber euch überlassen. Euch steht immer offen, das taktische Vorgehen über den Haufen zu werfen und loszuballern. Viele Treffer haltet ihr allerdings nicht aus, weshalb auch hier etwas Vorbereitung ratsam ist. Mit Brandgeschossen, panzerbrechender Munition und einer Schrotflinte ausgerüstet, kämpft es sich natürlich gleich viel leichter. Auch dann gilt allerdings, ohne Deckung geht gar nichts. Future Soldier macht es euch einfach, von Mauer zu hechten und so dem gegnerischen Feuer möglichst gut aus dem Weg zu gehen. Auch hier hilft es jedoch, Ruhe zu bewahren. Während eure Kollegen Sperrfeuer geben, könnt ihr so etwa geschützte Feinde flankieren und in Seelenruhe von hinten ausschalten. Ghost Recon Future Soldier versucht den idealen Kompromiss aus Schleich- und Action-Elementen zu finden, könnte dabei jedoch Gefahr laufen, in beiden Situationen zu beliebig zu wirken. Mit den sehr erfolgreichen Vorgängen der Advanced Warfighter-Reihe hat Ubisoft jedoch schon einmal bewiesen, dass sie taktisch kluges Vorgehen und kompromisslose Baller-Action zu kombinieren wissen. Wir sind gespannt, ob Ende Mai nur ein gutes Actionspiel oder eine echte Abwechslung vom Shooter einerlei auf uns wartet. Right, one's right. No problem. Target down. We're all contact.
Mehr erfahrt ihr natürlich bei Giga. Yeah! Wuhu! La! Ghost Recon!